Und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man Sonnenteile mit Aludraht verziert gestalten kann. Ja? Ich zeige euch das einmal Schritt für Schritt. Und zwar besteht das Ganze aus drei Teilen. Ja, das ist das Innenteil und das, die zwei Außenteile. Ihr habt auch gleich einen Aufhänger mit dabei. Somit könnt ihr das dann auch schön aufhängen. Ja? Wir fangen jetzt mal so an, und zwar nehmt ihr einen 2 mm starken Aludraht, macht ungefähr 25 cm lange Stücke, 5 Stück und 5 Stück ungefähr in 20 cm lang. Ja? Danach biegen wir das mit der Biegevorrichtung gleich ein. Ja, diese Biegevorrichtung ist bei den großen Sonnenteilen immer vorhanden. Ihr könnt es aber auch jederzeit mit der Zange einfach nur eine kleine Biegung reinmachen. Ja, macht das Ganze ein bisschen gerade, schaut dann auch immer, ob es wieder reinpasst. Somit geht das Ganze jetzt mal erst los. Das bereitet ihr euch alles vor. Ich habe jetzt meine schon ein bisschen vorbereitet. Ihr könnt dann auch Perlchen mit reinmachen in das Ganze. Wir geben jetzt einfach mal die Perlchen da drauf, durch das, dass ihr da unten das Teil habt, so nicht. Stoppt das Ganze. Wir machen jetzt einfach hier einen Knick rein, um die Perlen zu bremsen. Und dann können wir oben entweder mit der Zange oder der Aludraht ist ja ganz einfach zum Biegen, sodass ihr das jederzeit auch mit der Hand einbiegen könnt. Ja, wir setzen das dann so her. Biegen die Teile jetzt mal alle vor. Eine von unserer Perle ist abgehauen. Da ist sie. Die Perlen müssen natürlich auch 2 mm Loch haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ihr könnt es dann mit einem Tropfen Kleber fixieren, damit sie nicht rutschen. Oder ihr macht einfach dementsprechend den Knick in den Draht. So, ich habe die Teile jetzt schon mal soweit vorbereitet. Wir machen es immer so, dass wir einen Teil ohne Perlchen machen und einen Teil mit Perlchen. Und auch die Richtung immer ein bisschen dagegen, sodass wir da eine schöne Sonnenform haben. So, jetzt haben wir das alles soweit vorbereitet. Dann nehmen wir unsere Farbe. Wir haben jetzt da mal eine ganz neue Farbe, das ist so Inka Gold, nennt sich das. Das gibt es in alle Farbtöne. Das ist ein bisschen wie eine Schuhcreme, fühlt sich das an. Ist halt auch schön für die Kinder, weil es halt nicht zu arg Schweinerei macht, das Ganze. Aber den Vorteil hat es auch, weil man es sofort trocken ist. Also man kann jetzt da auch drauflegen und hat die Farbe nicht an den Fingern. Und es gibt halt einen ganz besonderen Glanz, da habe ich euch mal das vorbereitet. Ja. Jetzt machen wir die zweite Seite auch noch fertig. Ihr könnt die Inka-Farben auch übereinander machen. Ja, das deckt da wieder drüber, wenn ihr es mal zu weit reingewischt habt. Nehmt halt nur für jede Farbe ein extra Schwämmchen. Da nehmen wir jetzt ganz normale Küchenschwämmchen her und tragen das mal so auf. Das geben wir jetzt mit ein paar Tropfen Mosaikkleber. Kleben wir unser Teil hier fest. So. Fixiere es immer gern. Ihr könnt ja daheim eine Wäschezwickel nehmen, wenn es keine Klemmerler habt. Der hält es genauso gut. Einfach mal kurz fixieren, dass es ein bisschen einen Pressdruck gibt. Dann haben wir jetzt hier unsere vorbereiteten Teile. Reingeklebt wird das Ganze mit dem Heißkleber. Und zwar nur ein bisschen einen Tropfen Heißkleber rein in die Richtung.
und jedes Teil einzeln nur einlegen. Passt auf, dass ihr nicht zu viel Heißkleber reinmacht, dass der nicht drüber raussteht, weil wir müssen ja das zweite Teil dann oben noch drauf bringen. Da hinten angekommen sind, können wir eigentlich das Zwickerl schon wieder wegmachen, weil das trocknet auf dem Holz relativ schnell, der Mosaikkleber. So, ein Tröpfchen. Um das Ganze jetzt fertig zu gestalten, legt es mal gerade auf, werdet es ein bisschen ausrichten, schauen, ob überall alles richtig dort ist, dann könnt ihr da, wo es noch wackelt oder noch nicht so toll ist, kann man jetzt auch noch mal ein bisschen nachkleben. So, also wenn ihr das dann so weit fertig habt, dass die alle Teile drinnen sind, macht es den überschüssigen Heißkleber noch ein bisschen weg. Nehmt dann wieder den Mosaikkleber, tragt da ruhig in die Rillen auch ein bisschen einen auf, um das Ganze noch mal ein bisschen zu fixieren. So, und macht oben euer Sonnenteil wieder drauf. Das werden wir wieder mit den Zwickern fixieren. Und somit ist eigentlich die Sonne schon soweit fertig. So, wie ihr hier seht, gibt es verschiedene Formen der Sonnenteile. Also ihr könnt eine blumige Form auch draus machen, und zwar ein anderes Innenteil, ja, indem ihr die Teile so biegt, den Draht, ja, und dann mit unserer Spiegelschablone nach innen geht. Ihr müsst darauf achten, dass alle zwei Teile nach innen schauen, ja, um dass ihr das nebeneinander reinbringt. Jetzt ist natürlich da eine Lücke und da kommt jetzt praktisch das zweite Teil dann mit rein. So, wird das gemacht. Nur, dass ihr mal gesehen habt, also das ist jetzt praktisch das diese Blumenform. Das andere geht wieder ganz normal, wie beim anderen auch, wo ich euch gezeigt habe. Was ich euch jetzt noch zeigen kann, ist, wie man auf die Sonne einen Stempel drauf macht, um ein schönes filigranes Muster zu bekommen, wie zum Beispiel hier oder da auf dem. So, jetzt haben wir unsere Sonne soweit fertig. Eigentlich ist sie ja so auch schon hübsch, aber wir können sie natürlich gerne noch verzieren. Und zwar können wir das machen mit Stempeln. Ja? Man nimmt transparente Stempelkissen, einen filigranen Stempel dazu, taucht man richtig in das Stempelkissen ein. Dann legt ihr das bitte ganz flach nur auf. Drückt einmal oben mit der flachen Hand drauf, geht es wieder runter und man sieht noch fast gar nichts, aber in dem Moment, wo ihr jetzt das Embossingmittel drüber schüttet und abklopft, seht ihr schon einen leichten Schein. Wir föhnen das jetzt mit einem Embossingföhn kurz auf. Damit sich der Glitzer auch richtig fest reinbrennt. Und ihr seht,
Man sieht es schon, es verändert sich ganz die Farbe des Impostenpulvers. Dauert schon ein bisschen. So, und damit hat sie euer Teil drauf. Ja? So schaut es dann aus. Jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, das Ganze noch mit Strasssteinchen verzieren, so wie bei hier. Da kann ich euch auch nur einen kurzen Tipp geben. Wenn ihr jetzt ganz kleine Strasssteinchen aufkleben wollt, die wirklich mikrobig sind auch, nehmt ihr einen Mosaikkleber, macht da, wo der Strassstein hin soll, einen kleinen Tropfen mit vom Kleber drauf. Nehmt einen Schaschlikspieß. Also ich stehe nicht auf Holz, aber ihr kaut es dem vorne an, dass der so franzig ist. Könnt es dann, wenn er genug angekaut ist, den Strassstein so aufnehmen und könnt ihn euch genau präzise dahin setzen, wo ihr ihn haben wollt. Also das geht auch in Mikrobengröße noch. So setze ich jetzt ein Tannischer drauf. Ja? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, eure Petra.